Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Knack. Nach einer längeren Pause, weil wir ja unbedingt hier Detroit Become Human spielen mussten, geht's heute weiter. Das heißt hier erstmal Bier, ja? Ja, du beratest mich, ne? Beratest. Du bist super. Auf jeden Fall wieder mit dabei, natürlich meine liebe Frau. Ja. Und natürlich meine Wenigkeit. Wir schauen heute, dass wir endlich mal zu einem Ende kommen. Mal schauen, wie weit es noch ist. Wir sind, glaube ich, letztes Mal haben wir seine verschollene Frau wiedergefunden, soweit ich mich noch erinnere. Und jetzt, keine Ahnung, sind wir in der nächsten Höhle. Höhle 4 von 5000. Genau. Schauen wir einfach, wie es weitergeht. Knack. Wow, ja, yeah. Okay, ja, passt, super. Ja, das da gibt es jetzt nicht so Entscheidungen, ja, das ist wieder so einfach draufhauen, ja, genau. Aber nicht auf mich. Und das tue ich. Sollte ein Ort wie dieser von ihnen wimmeln. Jetzt müssen wir hier mal fertig werden, weil Knack 2 wartet ja. Ja, wir haben lauter Projekte hier anstehen und wollen so viel zocken, aber haben so wenig Zeit. Ne? Nebenbei ist mein erstes PC-Projekt auch online gegangen, Forgotten Aim. Auch auf jeden Fall sehenswert. Ja, sieht interessant aus, muss ich mir auch noch geben. Ja, darfst du auch. Au! Und ist schon wieder vorbei mit mir, toll. Und bin schon wieder da. Ja, weil du einfach nicht sterben kannst. Ne? Autsch. Okay. Das fängt ja gut an. Man merkt, wir sind leicht aus der Übung. Ja. Wow, die sind instant, die Bomben-Dinger da. Ja. Muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Bisschen Skill beweisen. Easy. Easy. Kann ich jetzt hier die blauen Kristalle absorbieren? Das wäre mal geil. Oh, hier ist was. Hier ist was. Ich muss da über den Pfeiler rauflaufen. Ne? Gucken wir uns erst hier noch um. Naja, hier, was ich ist. Weiß nicht mehr, wo ich wohne. Ah, gut. Da geht es eh nicht weiter. Ja. Wieder oben auf. Yeah, Teile! Na da. Wieso sollte ich mir die Mühe machen da? Oh, Käfer. Das ist wieder der Fuchskäfer. Der Fuchskäfer, ja. Ja, ist Hammer. Aber. Da war noch eine Tür, oder? Da bin ich nicht rein. Nein, war aber nichts mehr. Irgendwo. Ja, okay. Los, komm mal. Nein, ich will aber nicht. Easy. Vorsicht mit dem Wind. Ja, du bleibst. Ja. Oh. Was für ein Bumerang-Typ hier. Boom. Ja, geht's ab hier. Da geht Boom. Boom, Boom, Boom. Was ist denn das für ein Hüpfe-Ding hier? Ich hab den Butt gemacht. Der hat mit Schwert auf dich geschossen. Ich glaub, du gehst da runter. Super. Das gesehen, kein Problem für mich. Ja. So, was haben wir hier? Teil 7500. Nee, fertig. Sonnensteinbatterie. Oder? Ja. Damit. Sonnensteinanzeige. Knack erhält eine zusätzliche Sonnensteinanzeige für Supermoves. 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 Oh.
Die Leute sehen das nicht, ne, wenn du hier Bewegungen machst. Ja, ich frage mich, wo das jetzt hier, ist. Hier, da, vierte Anzeige. Zuerst hatte ich nur drei. Hat er gesagt, eine extra Anzeige für einen Supermove. Ja, das ist eine extra Aufladung. Ja, ist halt so. Sei doch froh. Ich trinke mal was und du spielst. Ja, du machst das voll was. Super übrigens, ja? Prost. Recht hast du. So. Ah, Kiste. Ja, Teile. Finde ich irgendwie voll unfair, dass du auch davon profitierst. Dort ist unser Reiseziel. Was? Bei meinem ersten Besuch bin ich einfach hochgeklettert. Aber weil das nichts für euch ist, habe ich eine kleine Überraschung für euch zusammengebastelt. Oh ja, Überraschung. Also das hier sind keine Orte. Die Dinger gehen erst hoch, wenn man absteigt. Ihr müsst also selber mitarbeiten. Denkt euch einfach, es wäre eine wirklich lange Treppe. Was? Die Dinger gehen erst hoch, wenn du absteigst? Was für? Oh. Das war zu weit, tut mir leid. Ja, du bleibst überall nur stehen, ne? Nee, ich war eigentlich schon vorne, aber. Ja, vorne, das sind 14. Ich ließ dich ja gleich hochziehen. Giftis. Aua. Oh, ein Zuschauer, willkommen! Ja, willkommen zu der Knack, ja, ja. Ich knack dir gleich einen, da geht's rein. Ja, das war... Oh mein Gott, that's not my day. Da geht's wieder hoch. Ja, geh du mal. Ja, bin so hochgeklettert. Ja, schön. Nachhinein kann man es auch erzählen. Ups, okay, das ist nicht gut. Den Bumerang werfen hier. Wo bist denn du? Ach ja, oh. Ja gut, ich meine, was lachst du hier? Grüß dich! Mhm. Ich bin umgefallen und sie sagt, au, ja, ey. Au. Was denn? Magnetresonanz? Möglich. Was es auch ist, etwas in diesen Felsen beeinflusst die Plattform. Vorsicht! Okay, viel Spaß beim Raufhüpfen, Schätzchen. War jetzt nicht sehr spektakulär, muss ich sagen. Okay. Also, ich bete dafür, dass das im zweiten Teil besser wird.
dass ich dir keine mehr auf die Fresse haue. Ja, das ist einfach teilweise so nervig. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich bin nichts, wo bin ich? Das ist ziemlich hoch hier, kommt mir vor, ne? Ich komm nochmal nach. Ja, ja, ich komm. Ich seh eine Cutscene. Genau, so komm ich irgendwann nach. Du! Ah, da ist sie wieder. Es geht dir gut. Ja, ich hab den Angriff überlebt. Unsere ganze harte Arbeit ist zerstört. Daran hast du selbst Schuld, Dandahar. Du hättest meine Schöpfung nie gegen Siedlungen der Menschen einsetzen dürfen. Sie unterdrücken uns. Nicht mehr für uns arbeitest, hat uns geschadet. Mit besseren Waffen als den hier hätten wir sie besiegen können. Mit besseren Waffen wäre Monteverde jetzt nichts als ein rauchender Krater im Boden. Ich soll dir offenbar nur helfen, die Menschen auszulöschen. Scarlet, Menschen sind unsere größten Feinde. Wir haben dich aufgenommen, weil du uns im Kampf geholfen hast. Doch die Wahrheit ist, wir geben nicht auf, bis der allerletzte Mensch tot ist. Ah ja. Aus reiner Dankbarkeit werde ich dich verschonen. Aber wenn du die Waffenfabriken nicht wieder aufbauen willst, dann hast du hier bei uns nichts mehr verloren. Ja, jetzt auf einmal, ne? Ja, sorry, ne? Ja, jetzt ja? Jetzt habe ich was anderes zu tun, ne? Ich muss hier gegen... Was bist denn du für einer? Die Fallen werden auch schon hingelangt. Ja. Da komme ich nicht durch. Wo bist denn du? Was? Tust du auch noch mit, oder? Ja. Sicher kommst du. Tja, das ist ja, alles, weil ich so ein Cornetto bin, ne? Plattformen zu benutzen. Also nehmen wir Seile für den restlichen Weg. Ganz schön sportlich, der Doktor. Willst du wieder auch hochkommen? Niemals. Danke. Dann mehr trainieren. Nur für was? Ich hätte doch Knack, ne? Einfach umgehangen und fertig. Ja. Aua. Was heißt hier Aua?
Hier geht der Wind, glaube ich. Ne? Ja. Wenn mich an, du sollst den hauen, du. Gott, es die Kamerawechsel sind oft so heftig. Das ist mir so. Aber was? Ja, gut, ich meine. Es hat so ausgesehen. Wir hatten die Seile dahin gemacht. Ja. Klettert schon. Der Malerei ist ganz in der Nähe. Die Malerei. Ich male auch, dass ich das entwickle. Ja, aber große Brücke. Nein, ich sag nichts. Hab ich was gesagt? Ja, du. Du legst mir die Sachen Lacke auf. Aber ja, ja, ja. Ich steig nicht drauf ein, ja. Wir wollen ja nicht hier FSK 18. Bitte. Ja, geht schon weiter. Ja, da ist auch ja, du mich da schon wieder vergisst? Was vergiss ich denn? Hi! Hi! Was denn? Ich bin neben dir am Abgrund aufgetaucht und direkt runtergefallen. Nicht mehr rein. So, ich hab sie dir kaputt gemacht, du. Du hast mal gar nichts getan. Sicher. Hey, unsere beiden Zuschauer haben das sicher gesehen, ja? Ja, ich hab hier Zeugen. Ich werde es beim Videoschneiden dann sehen. Genau. Du hast mich runtergeschmissen. So, pst. Sehr nett hier. Halt durch, Doc! Ja! Ja! Na, Doc! Die anderen Jungs sind scheiß dagegen. Schöner Hechtsprung, Ryder. Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Tja, man tut, was man muss. Alles klar, Doc? Noch ein Stückchen. Los, weiter! Los, weiter! Los, weiter! Ja, okay, weiter! Die stehen da immer alle mit bestellten Herzen. Ja, die warten nur auf uns. Der ist für dich, ich hab die kleine. Was? Nee! Was ist das hier? Das ist doch ein Scherz, oder? Nö, ist eine Tür. Oh Mann, ey. Das muss das sein. Lass mich. Hey, ich kann den Höhleneingang sehen. Ja, dann gehen wir doch da runter, ja, oder? Let's fetz. Wo bin ich denn überhaupt? Wo darf ich nicht? Naja. Was? Okay. Katapulte!
sich auf Streik begeben hat. Genau. Oh, das ist deiner. Ich sehe mich nicht mehr. Das ist schon schwer gerade. Mich wundert's, vom Victor haben wir schon lange nicht mehr gehört. Gut, das finde ich den Schalter. Okay. Ich war genau hier. Bitte, danke. Flott. Ja? Ja, Mann. Flott. Wo bist denn du eigentlich? Ja, ich häng da und du ja, machst immer weiter und du nix, ja? Nur noch ein Stückchen, ne? Na. Trainier bitte, Papi. Ich habe auch gegen drei gekämpft. Ja. Schon fertig hier? Ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir uns die Teile nicht lange behalten dürfen? Nö, mit Sicherheit. Die Tür ist hier. Und der echte Schlüssel ist gleich daneben. Mac, sieht dir nicht sehr ähnlich, oder? Nicht besonders. Und hinter der Tür wartet unser Preis. Riesenrelikte in unglaublichen Mengen. Hier steht was geschrieben. Klingt nicht gut. Hier steht, hinter der Tür lauert furchtbare Gefahr. Hier steht auch was von einer großen Verwandlung. Ist aber schwer zu sagen, was das heißt. Der Rest ist weg. Nicht gerade das, was wir erhofft haben. Den Anhänger des Kleinen zu verwanzen, war wirklich schlau von dir, Katrina. Diese Karte zeigt, wo der Schlüssel versteckt ist. In einer Art von Labyrinth. Mein Schlüssel liegt in meinem selbstgebauten Labyrinth, in der Hoffnung, dass nur der mit der Weisheit, ihn richtig zu nutzen, die Prüfung besteht. Victor, ich glaube, er redet von dir. Ja, aber wo ist er? Das Labyrinth scheint unter dem Obeliskenberg zu sein. Oh, Berg. Ich habe mich schon immer gefragt, was da unten ist. Also, wie lange brauchen wir bis dahin? Was? Wir gehen dahin? Oh ja! Auf jeden Fall müssen wir den Schlüssel vor Victor finden. Aber keine Angst, ich werde schon aufpassen. Oh, Sie passen auf. Das wäre neu. Sie tun doch, was immer Sie wollen. Und wie immer Sie wollen. Und egal, wie verrückt es ist, niemand stellt sich je in den Weg des großen Doktors. Lukas! Was haben wir jetzt? Keine Ahnung. Du würdest mich aufhalten, wenn ich eine Dummheit begehen würde, oder? Auf jeden Fall. Na los, Doc. Die Seile warten. Kein Foto oder so?